Hallo liebe Harmonika-Freunde, heute zeige ich euch ein paar Basisgeschichten von der steirischen Harmonika. Ich fange an mit der linken Hand, das ist die da auf der Bassseite. Und zwar der Einfachheit halber, für die zweite Reihe spielen wir die Bässe. Und zwar wir zählen in meinem Fall zwei Knöpfe ober. Dann habe ich eben auf dem Zeigefinger einen tiefen Bass. Am Mittelfinger den Akkord und am Ringfinger auch wieder einen tiefen Bass. Wenn ihr den X-Bass oder den X-Bass nicht habt, dann müsst ihr natürlich nur einen freilassen und dann seid ihr in der Position für die zweite Reihe. Der Einfachheit halber spiele ich los auf Zug. Auf Zug beginnen wir immer mit dem Zeigefinger, das heißt mit dem Zeigefinger fangen wir an, dann den Mittelfinger, dann den Ringfinger und dann brauchen wir wieder den Mittelfinger. Und so geht es immer auf und nieder. Möglichst kurze Töne machen, also nicht so spielen, sondern kurze Töne machen, auftippen und sofort wieder weg mit dem Finger. Ja, also starten wir noch einmal. Versuchen wir mal, das Ganze so zu machen, dass wir sagen, okay, ein Takt, was ist ein Takt? Ja, ein Takt sind vier Töne, das heißt Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Mittelfinger. Das war jetzt ein Takt. Ja? Da spielen wir gleich noch einen Takt. 1, 2, 3, 4 und einen weiteren Takt. Das geht nahtlos aneinander. Und der nächste Takt. Und den vierten machen wir auch noch auf Zug. Und dann hören wir auf. Okay? Dann gehen wir wieder mit dem Ball zusammen. Und wir starten wieder. Das Ganze machen wir jetzt mit Metronom. 1 und 2 und 3 und 4. Ja, das ist ein bisschen schnell. So, schauen wir mal. Da spielen wir einfach mit dem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Mittelfinger und so weiter und so fort. Wenn uns dann die Hand zu kurz wird, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir spielen auf Druck weiter oder wir hören auf und machen eine kurze Pause, lassen die Luft raus. Stopp, so jetzt lassen wir mal die Luft raus. Warten wir wieder einen Takt. 1 und 2 und jetzt geht's wieder los. Jawohl. So, jetzt ist das Ganze wieder zu kurz, jetzt hören wir auf. Okay, jetzt machen wir das Ganze so, dass wir sagen, wir spielen vier Takte auf Zug und dann hören wir auf, okay? 1 und 2 und 1 und der zweite Takt von Gang, den müssen wir natürlich fertig spielen, der dritte Takt und der vierte Takt, 2, 3, 4 und Stopp. Ja, so auf Druck ist es im Prinzip dasselbe, mit dem Unterschied, dass wir mit dem Ringfinger anfangen. Das heißt, ich hole nochmal gescheit Luft. Wir fangen mit dem Ringfinger unten an. Das war jetzt ein Takt. Also Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger. Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger. Das ist immer ein Takt. Ja? So geht es einfach. Ganz gleich dahin. So,
So, jetzt sind wir mit dem Ball wieder zusammen. Jetzt spielen wir 4 Takte Zug und dann probieren wir 4 Takte Druck hinten draufhängen, okay? Also, 1, 2, und los geht's. 1, 2, 4, 2, 3, 4 und Druck Ringfinger. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Jawohl, wer da jetzt richtig angekommen ist, gratuliere. Wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, kein Problem, machen wir den nochmal. 1 und 2 und 3. Und dann gleich wieder nahtlos zu. 1 und 2 3 4 und Druck. Ringfinger. 1 zu Zeigefinger. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, wieder Druck und 1, 2, 3, 2, 4, und wieder Zug. 1, 2, 3, 2, 4, und wieder Druck. 1, 2, 3, 2, 4, und super, stopp. Ja, das wäre mal die erste Lektion für die linke Hand, Übung. Kannst natürlich in verschiedenen Tempi dann machen, aber es geht da um Kontinuität, sprich gleichmäßige Abstände und nicht um Geschwindigkeit. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielleicht.